Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video von Chucksacker Games. Heute geht es um die TNT-Rakete und um das Nachladen der TNT-Rakete bzw. das, das Problem der TNT-Rakete. Ich denke, jeder kennt die TNT-Rakete. TNT-Rakete. Man wird hochgesprengt oder, ja. Meistens sollte man dazu einen Helm oder was weiß ich, Diamanthelm-Zeug anhaben, weil sonst wird man zerfetzt. Aber ich habe jetzt hier gerade Creative Mode. Also, jeder kennt das folgende Problem, dass er dann immer wieder nachladen muss, also mit TNT. Und das nervt halt ein bisschen. Ein bisschen. Und hochspringen und ja, das Prinzip der TNT-Rakete ist eigentlich auch ziemlich simpel. Auf Wasser explodiert halt TNT nicht und ja. Und da habe ich mir folgendes überlegt, dass ich einfach eine Nachlademaschine baue. Werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das nachlädt. Zack, alles wieder da. Ich das gerade wieder aus. Und somit kann man dann schon wieder hochspringen. Ja, es macht Spaß. Ja, gut. Und jetzt werde ich euch gerade mal zeigen, die TNT-Maschine. Und ja. Das ist sie, das gute Stück. Die TNT-Maschine. Weiß nicht, ob ich die als Map zum Download gebe oder so. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich die gebaut habe. Ja. Hier läuft es dann durch ein Redstone-Kabel hoch. Und hier ist ein Skelett. Und da hinten zwei Endermans. Ja. Und, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, favorisiert es. Müsst ihr natürlich nicht tun, aber liked es. Verbreitet euch vielleicht ein bisschen. Abonniert meinen Kanal, Chucksacker Games. Oder macht sonst irgendwas damit, kommentiert genau, ob es euch, ob ihr irgendwas, nicht mochtet oder so, keine Ahnung. Macht halt irgendwas und, ja, ciao.